Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute den 9. April 2024 und zu Gast ist Michael Flender von der Goldesel Investing und Trading GmbH. Mein Name ist Lothar Albert und bevor es losgeht, hier noch kurz der Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir hier sagen, ist keineswegs als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern reflektiert ausschließlich unsere Meinung und außerdem wie immer Börse ist auf euer eigenes Risiko und eure eigene Gefahr. Also achtet immer schön auf euer Risiko und Money Management. Und damit begrüße ich ganz herzlich Michael Flender. Hallo Michael. Grüß dich, Lothar. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, wir hatten die letzten Wochen ja zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ein bisschen Turbulenzen am Markt. DAX machte ja für etliche Tage All-Time-Highs nacheinander, fast kein Tag ohne All-Time-High. Das hat sich die letzten Tage ein bisschen geändert. Wir haben angefangen zu konsolidieren, aber das scheint ja alles noch im Rahmen einer, sagen wir, ganz normalen Abkühlung in einem Aufwärtstrend zu sein. Das soll aber gar nicht heute unser Thema sein, sondern wir werfen unser Hauptaugenmerk zunächst mal auf die Autoindustrie und haben später noch die, naja, vielleicht beste Aktie der Welt. Doch beginnen wollen wir mit der Mercedes-Benz-Gruppe. Wir haben hier denke ein Beispiel von großer relativer Schwäche über die ganzen letzten Jahre gesehen. Der Daimler, wie man da früher gesagt hat, war ja früher ein großer Bestandteil der sogenannten Deutschland AG. Ab 2015, dort wurde das neue All-Time-High erreicht, ging es eigentlich erstmal massiv bergab. In letzter Zeit versucht die Mercedes-Benz-Aktie, wie sie jetzt heißt, wieder nach oben zu kommen. Dennoch fehlen fast 25% bis zum All-Time-High. Was macht dich, Michael, trotzdem optimistisch für die Aktie? Genau. Also insgesamt ist es zuletzt jetzt doch so ein bisschen zu beobachten, dass der ganz, ganz große Pessimismus bei den klassischen Autobauern weicht. Wir hatten ja jetzt ja teilweise bei Mercedes, bei BMW und auch bei Volkswagen KGVs von 4 bis 6. Teilweise, ich glaube, Volkswagen waren es sogar noch weniger. Und so die Lesart des Marktes war ja so, Tesla macht eh alles platt, ne? Und diese Hochrechnungen für die Tesla-Aktie. Ich glaube, wenn da die Kursziele erreicht worden wären, hätten sie einen Marktanteil von 100% haben müssen und hätten auch noch mal deutlich stärker wachsen müssen. Also es wurde so ein bisschen zeitweise eingepreist, dass Tesla irgendwann ein Monopolist ist und dass alle anderen gar keine Autos mehr verkaufen. Und diese ganze ja, sehr pessimistische Sichtweise hat sich doch jetzt zuletzt sehr stark wieder gedreht. Wir sehen es unter anderem jetzt bei einer Mercedes. Die Aktie hat sich jetzt schön wieder erholt von den Tiefs von 55 Richtung 75 €. Und da lief sie eine Zeit lang seitwärts und ist jetzt sogar wieder nach oben ausgebrochen. Es gab insgesamt doch zuletzt Meldungen aus dem ganzen Sektor, dass die Verbraucher wieder lieber auch Richtung Verbrennermotoren beziehungsweise Plug-in-Hybriden greifen. Ja, die ganzen Elektrobauer haben sehr, sehr große Probleme. Dann war da noch der sehr große Wettbewerb, vor allen Dingen jetzt in dieser Branche, in dem chinesischen Markt. Und dementsprechend ist auch die Tesla-Aktie unter anderem sehr stark gefallen, auch viele chinesische Werte und eine Mercedes unter anderem, die ja auf dem Papier auch sehr, sehr günstig ist, die hat ja so ein bisschen Auftrieb bekommen und das könnte auch noch meiner Meinung nach ein bisschen anhalten, weil der Markt auch jetzt fürs Jahr 2024 zu pessimistisch war. Also ganz so schlecht, wie jetzt viele gedacht haben, läuft es bei den deutschen Autobauern nicht und ich war ja nie der Fan zu sagen, hier die deutsche Autoindustrie ist tot. Und das sieht man jetzt auch, glaube ich, dass Mercedes und auch die anderen sich ganz gut halten. Und die Aktie hat sich so ein bisschen freigeschwommen und hat jetzt auch die letzten Tage, wie gesagt, so einen Ausbruch über die 75-Euro-Marke erreicht. Und es sieht ganz gut aus jetzt. Ja, und die hält unter anderem den DAX auch jetzt ganz gut oben. Damit werfen wir gleich einen Blick auf den großen Konkurrenten von Mercedes, der BMW-Aktie. Auch relativ schwach im Vergleich zum DAX, auch das letzte All-Time-High in 2015 gehabt. Letztes Jahr eine hohe Sonderdividende gezahlt, was, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen so der Preistreiber gewesen ist bis in den Sommer hinein. Bis zum All-Time-High fehlen hier noch 8%, also nicht ganz so schwach wie die Mercedes-Aktie über die Zeit im Moment, ja, 8% vor dem All-Time-High, das sollte erreichbar sein, oder?
Genau, also eine Sache darf man bei den Autobauern nicht vergessen. Ne? Auf dem Papier, da hast du recht, da sieht das zum Beispiel Mercedes gar nicht so gut aus, aber man darf nicht vergessen, dass die Aktien immer, wenn es ganz gut läuft, auch echt richtig saftige Dividenden zahlen. Also wenn man da quasi so einen Total Return Chart sich mal einblenden würde, würde es deutlich besser aussehen. Ich glaube, BMW zum Beispiel zahlt dieses Jahr auch wieder 6 Euro. Also das sind allein 6% Dividendenrendite. Und wenn man das jetzt mal noch kombiniert mit dem Kursverlauf in den letzten Monaten, sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ja, das Allzeithoch ist, wie gesagt, auch gar nicht mehr so weit entfernt. Und ich finde BMW eigentlich so von der Strategie, die wurden ja oft belächelt von wegen, ihr macht ja einen ganz großen Fehler, dass ihr nicht komplett auf Elektromobilität setzt, wie es jetzt VW macht und wie es auch Mercedes gemacht hat. Aber sie stehen operativ wirklich aktuell am besten da. Und auch der Ausblick für das Jahr 2024 war bei BMW echt solide. Man will beim Absatz weiter wachsen und der Gewinn soll nur, ich glaube, Sie haben gesagt, moderat zurückgehen, also sehr wenig zurückgehen. Und das jetzt auf diesem Kurs. Das KGV liegt dann ungefähr so bei 6. Also es ist sehr, sehr wenig Optimismus eingepreist. Und ich weiß nicht, ob du dir mal zum Beispiel jetzt diese neue Klasse angeschaut hast. Die wurde jetzt präsentiert, die soll nächstes Jahr kommen. Und da muss man echt schon sagen, das ist echt, also wenn das wirklich alles so kommt, sind die auf jeden Fall wieder auf Augenhöhe, denke ich, mit Tesla und Co. Ich habe ja kurz als Fun Fact einen ganz guten Vergleich. Ich hatte nämlich bis vor kurzem ein Model Y, das hatte ich als Auto-Abo. Und jetzt habe ich ein BMW iX3. Das Modell ist schon ein bisschen älter und da muss man schon sagen, da merkst du, Tesla ist, was so die Bedienung angeht und auch mit der App und Reichweite, ist alles schon ein bisschen besser. Aber wenn das so kommt, jetzt bei der neuen Klasse von BMW, ist ein bisschen abgekupfert gefühlt alles von Tesla, ja, mit dem Display, mit der Menüführung, mit der App. Dann sind sie auf jeden Fall wieder auf Augenhöhe, ja. Und deswegen, BMW sollte man meiner Meinung nach nicht unterschätzen. Ich sehe zwar keine der Aktien jetzt als blindes Buy and Hold, aber so schlecht, wie sie gemacht werden, sind sie eigentlich gar nicht, ne? Und BMW, wenn man da mal die Dividenden mit einrechnet, dann ist die Aktie eigentlich in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit Corona, echt gut gelaufen, muss man sagen. Okay. Ja, dann kommen wir tatsächlich zu Tesla. Du hast sie schon genannt, der Vorreiter, der große Kreative in der Automobilbranche. Bis 2022 eigentlich auch die Aktie ein Highflyer, seitdem eigentlich eher Tiefflieger. Ich habe mir den Chart jetzt heute mal angeschaut. Also aus charttechnischer Sicht gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, warum man jetzt in die Tesla-Aktie reingehen soll. Ich glaube, du siehst das ein bisschen anders. Genau, also aktuell so vom Trend und so katastrophal, ja, und das ist ja genau das, was wir jetzt gerade sehen. Der Optimismus für Tesla war eine Zeit lang viel zu groß. Ich habe es ehrlich gesagt auch nie verstanden, weil es war wirklich die Weltherrschaft in Anführungszeichen eingepreist und das war alles zu viel des Guten. Aktuell muss man aber sagen, dass das Pendel wirklich so extrem in die Gegenrichtung schlägt, dass man sich ja schon fast so die Frage stellen muss, macht es nicht langsam Sinn, hier mal vielleicht ganz vorsichtig eine antizyklische Position einzunehmen? Der letzte Nackenschlag kam ja dann nochmal mit den Q1-Zahlen. Die ganzen Absatzzahlen wurden schon mehrfach von den Analysten immer nach unten revidiert, unter anderem wegen dieser Auseinandersetzungen hier im Nahen Osten. Da mussten ja die Schiffe umgeleitet werden. Dann war ja in Grünheide unter anderem die Produktion unterbrochen. Es gab die Umstellung vom Model 3 auf das neue Modell. Da wusste man schon, okay, die Zahlen, die werden nicht wirklich gut. Dass sie dann aber jetzt so schlecht wurden und auch sogar gegenüber dem Vorjahreszeitraum und Rückgang da war, das gab es schon sehr lange nicht mehr und das war dann nochmal eine herbe Enttäuschung, muss man sagen. Aber vielleicht ist es zumindest operativ jetzt so ein vorläufiges Tief, das könnte ich mir vorstellen, also dass jetzt in Anführungszeichen alles Negative eingepreist ist. Das wäre so die Idee. Die Aktie ist natürlich auf dem Papier immer noch teuer. Ich glaube, sie wird es aber auch immer bleiben, weil bei Tesla eben ja auch noch dieses ganze Supercharger-Geschäft eingepreist wird. Dann diese ganze Energie-Storage-Geschichte. Da wollen sie ja stark wachsen. Elon Musk hat sogar gesagt, das kann größer werden wie das Auto-Business. Ja, muss man mal schauen. Er verspricht ja immer sehr, sehr viel. Was aber jetzt, das hat er wieder geschickt gemacht, ein neuer Kurstreiber werden könnte, ist dieses Robo-Auto, was am 8.8. vorgestellt werden soll. Und da hat er ja schon mehrmals gesagt, dass das irgendwie ein ganz, ganz großes Business werden könnte. Da könnte man auch die Technologie lizenzieren und so weiter. Die Uber-Aktie ist sogar daraufhin so ein bisschen gefallen. Also ist natürlich die Frage, ja, ist das jetzt so ein bisschen
aus der Verzweiflung heraus geschehen, weil die Aktie so schwach ist. Es gab ja auch die Berichte, dass dieses kleine Auto jetzt abgesägt wurde, weil man nicht konkurrenzfähig ist. Also das muss man mal beobachten, aber ich würde die Aktie, sagen wir es mal so, nicht jetzt totschreiben. Und ich kaufe so eine Aktie lieber, wenn alles gerade schlecht aussieht, wie wenn wir wieder im Hype sind und dann es heißt wieder Tesla to the Moon. Ja, das ist ganz gefährlich. Deswegen kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen, aber es ist, wie gesagt, ein heißer Zock. Ja, da muss man aber auch damit rechnen. Es gibt ja Kursziele bis 100 Dollar, dass es da auch nochmal deutlich tiefer gehen kann. Ja, interessant, ne? Bei dem Hoch wollten alle die Aktie haben, keiner hat sich mehr getraut, zu kaufen. Es Ist die ist immer Frage so, jetzt, genau. ja. Es ist, das ist immer noch, das ist ja allgemein an der Börse. So, das haben wir auch im Tech-Sektor gesehen und das habe ich auch so überall querbeet mitbekommen, als dann alles nur gestiegen ist, eine Cloudflare, CrowdStrike und Co. Und da wollten sie die alle haben, kann ich die noch kaufen? Ich kaufe noch, ich kaufe noch. Und als dann die Krise da war, Ende 22, da haben alle geschrieben, dieser Tech-Sektor, das steigt doch alles nie wieder. Was für eine Blase, alles ist geplatzt. Was soll ich mit meiner Shopify machen? Minus 70%, CrowdStrike, Cloudflare, alles ist so tief. Und auch eine Microsoft, ja, das steigt ja alles nie wieder. Das ist halt dann immer dieser Herdentrieb mit der Stimmung. Das ist extrem krass zu beobachten, wie man sich dann da oder viele sich davon dann halt leiten lassen einfach. Ja, aber es ist manchmal halt auch dann sinnvoll, gegen den Trend einfach mal zu agieren bei guten Unternehmen, wo man vielleicht immer mal schon den Rücksetzer abwarten wollte. Wenn er dann da ist, ist es trotzdem schwierig zu kaufen, ja. Okay, du hast das Stichwort gegeben. Den letzten Wert, den wir heute besprechen wollen, ist die Microsoft. Es gibt niemanden, der sie nicht kennt. Ja. Jeder hat Windows auf seinem Rechner, jeder spielt mit den Konsolen und die Aktie ist auch sensationell gelaufen. Wenn man sich den Langfristchart anschaut, da geht es eigentlich ja in einer Parabelbewegung nach oben und ich denke, das Kerngeschäft ist sowas von gesettelt bei dieser Aktie. Da Ja. kann nie wieder was kaputt gehen. Der neue große Hype ist, denke ich, KI. Das Ja. ist natürlich ein Spannungsfeld zwischen die Menschheit entwickelt sich weiter und den ganzen ethischen, moralischen Fragen. Aber ich denke, die spielen für die Bilanz eines Unternehmens eher eine nachgeordnete Rolle. Genau, also du hast es gesagt, also Microsoft habe ich es nochmal mitgebracht, also quasi das Paradebeispiel, wie ein gut geführtes Unternehmen auch in der Größe immer noch so dynamisch wachsen kann. Das ist wirklich, man kann ja wirklich fast sagen, das ist so breit aufgestellt, es ist extrem schwer ins Wanken zu bringen, selbst wenn mal ein Geschäftsbereich vielleicht nicht so gut läuft. Das war ja auch in der letzten Zeit dann zum Beispiel mit Windows so oder allgemein das Hardware-Geschäft ist ja nicht gut gelaufen, auch bei Apple nicht, bei Microsoft auch deutliche Einbrüche, aber da man es eben geschafft hat, sich so breit aufzustellen und jetzt auch vor allen Dingen mit dem Cloud-Geschäft, mit Azure, das war jetzt in den letzten Jahren extrem stark. Aber das ganz, ganz große, der ganz, ganz große Deal war einfach mit ChatGPT, dass man sich an OpenAI beteiligt hat und dass man dort jetzt quasi den führenden Anbieter hat mit diesen ganzen KI-Modellen. Und jetzt hat man ja auch noch vermeldet, dass man zusammen mit OpenAI einen Supercomputer bauen möchte im Wert von 100 Milliarden US-Dollar. Das ist wirklich unvorstellbar. Da soll jetzt schrittweise aufgebaut werden bis 2028. Und da sieht man, dass ich denke, auch Microsoft in der nächsten Zeit ganz vorne mitspielen wird einfach. Also was man so alles sieht, was von ChatGPT und so weiter alles kommen kann und was da in der Pipeline ist mit ChatGPT 5, das soll ja auch dieses Jahr noch kommen, das soll ja nochmal ein Quantensprung sein. Da kann Hollywood disruptiert werden und ganz viele andere Bereiche auch noch. Ne? Die können ja komplette Videoszenen erstellen. Das ist wirklich unvorstellbar. Dafür sind aber auch unvorstellbare Rechenkapazitäten nötig. Und das Krasse ist ja natürlich bei Microsoft, man hat ja mit Azure unter anderem auch einen der führenden Cloud-Anbieter. Und da ist jetzt ja auch ChatGPT logischerweise der größte Kunde. Das heißt, man kann sowohl an der Beteiligung mit ChatGPT Geld verdienen, aber auch natürlich, weil die Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur weiter extrem ansteigen wird. Also Microsoft ist für mich auch weiterhin in Zukunft, auch wenn natürlich die Aktie extrem gut gelaufen ist, ja, so einfach eines der Basisinvestments einfach, ne, weil sie so gut geführt sind. Und ich glaube, da wird sich jetzt auch in den nächsten Quartalen nichts dran ändern. Also wer die Aktie hat, Glückwunsch, kann man auf jeden Fall weiterhalten, ja. Auch wenn sie natürlich jetzt auf dem Papier nicht ganz so günstig ist. Aber ich denke, sie werden auch in den nächsten Jahren weiter wachsen. Ja, klasse Wert, okay. Ja, lieber Michael, das war's für heute. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bitte gebt uns ein Like, schaut auch auf die anderen Kanäle, Twitter, YouTube, Instagram und Facebook. Und wir sehen uns dann in Kürze wieder. Vielen Dank.